Was macht eigentlich ein Kompass in Minecraft 1.16? Also das hier ist mein Spawnpunkt und der Kompass zeigt immer zum Spawnpunkt hin. Also immer, wirklich immer. Also immer nach rechts, immer nach links. Und das können wir auch nicht verändern, indem wir in einem Bett schlafen. Wenn wir jetzt in diesem Bett geschlafen haben, zeigt der Kompass immer noch dahin, wo der Welt Spawnpunkt ist. Das wird auch immer so bleiben, weil das wird sich nicht verändern, auch wenn ihr den Spawnpunkt in den Serverdateien oder je nachdem verändert mit dem Command, dann zeigt der Kompass trotzdem immer noch an diesen Punkt. Wenn wir jetzt mal ins Nether gehen, dann können wir dort sehen, der Kompass ist, der zeigt einfach hin, wo er will. Also er hat keine bestimmte Richtung, er zeigt einfach überall hin. Er zeigt nicht an eine bestimmte Richtung, ihr könnt euch nicht auf diesen Kompass verlassen. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen, ist es im End komplett genauso. Der Kompass zeigt hin, wo er will, keine bestimmte Richtung, bleibt immer gleich. Seit der 1.16 ist das aber jetzt anders, denn wir können an der Crafting Table nämlich einen bestimmten Leitstein bauen oder auch im Englischen Leadstone, glaube ich, Lodestone, genau. Und diesen können wir nehmen und hier in der Oberwelt oder im Nether oder auch im End irgendwo hin platzieren. Ich zeige das jetzt mal im Nether. Im Nether können wir ihn einfach irgendwo hin platzieren, können Rechtsklick darauf machen und dann zeigt der Kompass immer zu diesem Stein hin. Immer. Und wie ihr vielleicht gerade eben gesehen habt, den baut man mit Chiselstone und einem Netherite Ingot. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr diesen Netherite Ingot bekommt, guckt euch ein Video dazu an. Ist ein bisschen schwer. Wenn wir jetzt wieder in die Oberwelt gehen, sehen wir, dass der Kompass, den wir im Nether gesetzt haben, komplett verrückt spielt in der Oberwelt und uns überhaupt nicht weiterbringt und der normale Kompass weiterhin hier zum Spawnpunkt zeigt. Ich zeige euch nochmal kurz, dass das mit dem Leitstein auch im End funktioniert. Und zwar könnt ihr einfach hier auch einen platzieren und schon ist der gepaart zu diesem Stein. Ich hoffe, ich konnte euch nahebringen, dass man mit dem Kompass jetzt endlich mal was Schönes machen kann und endlich mal wieder überall wieder zurückfinden könnte. Vor allen Dingen im Nether ist das ziemlich wichtig, finde ich, jetzt auch mit diesem Nether-Update. Das passt einfach. Und ich hoffe, ich konnte euch helfen. Gebt diesem Video doch einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und damit sage ich, haut rein, Leute, und ciao.